und herzlich willkommen zu Fallout 3. Wie ihr sehen könnt, bin ich mittlerweile wieder in Springvale am geheiligten Nuka-Cola-Automaten, den ich so lange vermisst habe. Und ich habe eine Odyssee hinter mir, die wirklich nicht mehr schön war. Von Raven Rock aus mit winzig, winzig kleinen Schritten ins Ödland nichts gefunden bis zu diesem Kraftwerk hier. Das ist allerdings nur ein eingezäunter Ort. Also wir schauen uns diese Orte hier oben natürlich auch nochmal zusammen an. Ich habe jetzt auch noch nicht wirklich viel davon gesehen. Ich habe ja nur einen Behälter gesucht, um mein Zeug abzulegen und schnell reisen zu können. Also mit den winzig kleinen Schritten eines Überlasteten bis hierher zu kommen, war schon eine Tortur. Als ich dort angekommen bin, war das nur ein eingezäuntes Gelände, das sehr schwer verschlossen war. Oder schwer oder sehr schwer, keine Ahnung. Auf jeden Fall konnte ich auch keinen Behälter entdecken, in der Dunkelheit zumindest. Also bin ich weiter getrippelt bis hier rüber. Auf dem Weg dazwischen noch von Todeskrallen attackiert und zum Teil getötet worden, wodurch ich dann nochmal von vorne anfangen musste. Und es war einfach nur... Es war einfach nur eine Qual. Und dann hier an der Satcom-Schaltmatrix, das ist so eine Art Sendeturm oder sowas, keine Ahnung. Ich bin einfach nur kurz unten reingegangen, habe mir den ersten Behälter geschnappt. Da liefen irgendwie drei Wissenschaftler rum, die habe ich noch über den Haufen geschossen. Und habe mir dann nur einen Behälter geschnappt. Und bin dann zwischen diesem Ort und Springvale immer wieder hin und her gereist, um das Zeug von dort darüber zu schaffen. Und das hat einfach so unglaublich lang gedauert, dass mittlerweile dann auch schon wieder irgendwelche Enklave-Typen hier aufgetaucht sind, die mir nochmal Schwierigkeiten gemacht haben. Als ich die dann besiegt hatte, hatte ich zudem auch noch einen Stufenaufstieg. Wenn ich das schaffe, also ich werde es schaffen, schneide ich euch das hier nochmal rein, für was ich mich da entschieden habe. Irgendwo ein paar Punkte verteilt und ich glaube den Schatzsucher nachher ausgewählt, damit wir jetzt auch hier mehr Kronkorken finden, weil einfach mittlerweile kaum noch was Attraktives in der Liste ist an Fähigkeiten, die ich da auswählen konnte. Ja, und schließlich habe ich es jetzt irgendwie mal geschafft, endlich mein ganzes Zeug hierher zu schaffen. Und an diesem Punkt können wir dann wieder einsteigen, gemeinsam und weitermachen. Ich habe nach wie vor keine Ahnung, wo Dogmeat und Jericho abgeblieben sind. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass die eventuell in der Zitadelle warten. Keine Ahnung, aber das werden wir jetzt gleich rausfinden, denn das ist unser nächstes Ziel. Und da sollen wir dann dem ältesten Lyons ja Bericht erstatten über die Geschehnisse der jüngsten Zeit, also über die Entführung nehme ich an. Erstmal wahrscheinlich über unseren Erfolg in Vault 87, was das GEEK angeht und dann natürlich die Entführung durch die Enklave und Raven Rock und so weiter. Ja, und dann sehen wir weiter. Ich habe keine Ahnung, wie es danach weitergehen wird, aber das wird uns schon irgendjemand sagen. Wir reisen auf jeden Fall zur Zitadelle und da sehen wir uns gleich. So, endlich mal Leute in Powerrüstung, die mich nicht direkt angreifen. Ich hatte nämlich gerade schon, ich habe im ersten Moment schon gezuckt. Ich hatte schon ein bisschen Panik und wollte schon die Waffe ziehen, aber die greifen mich ja ausnahmsweise mal nicht an jetzt. So, jetzt muss ich mir nur den Ältesten suchen. Ich weiß gar nicht mehr, wo der war. Ich glaube, zuletzt saß der mitten in diesem Besprechungsraum. Naja, schauen wir mal. Obwohl, sind wir nicht auch zuletzt mit ihm zu dieser Karte gegangen? Da könnte er natürlich auch sein. Also ich weiß überhaupt nicht, wo er sich befindet. Wahrscheinlich rennt er irgendwo rum. War er das, der uns zuletzt zu der Karte... Ach, guck mal hier, wie sie trainieren. Das haben wir vorher auch noch nicht gesehen, oder? Schön. Schön fleißig. Na, weitermachen hier. Jetzt nicht aufhören, nur weil jemand zuguckt. So geht das ja nicht. Ja, ich meine, mit irgendjemandem sind wir ja zuletzt zu der Karte gelaufen. Ich weiß nicht, ob das der älteste Lyons war oder irgendeiner der anderen Knilche, die hier rumrennen. Wir gehen einfach mal hier rein und schauen mal, ob wir ihn irgendwo finden. So, ich kenne mich hier schon gar nicht mehr aus. Ach genau, das war der große... Oh, ja, das sieht gut aus. Das sieht aus, als müssten wir da hin. Das sieht auch so aus, als würde da gerade was passieren und stattfinden. Dann bin ich mal gespannt. Je länger wir hier rumsitzen, desto mehr Zeit haben sie, ihre Verteidigung zu stärken. Wir sollten sie so bald wie möglich angreifen. Wir haben kaum genug Leute, um die Zitadelle zu verteidigen. Wir haben das schon öfters besprochen, Sarah. Also warten wir einfach so lange, bis wir die Nächsten auf der Liste sind? Wenn die Pride jetzt reingeht, haben wir vielleicht eine Chance. Und wenn es schief geht, was dann? Das Risiko ist das Ergebnis nicht wert. Ich sehe das auch so. Ohne das GEEK ist der Aufbereiter für die Enklave ohnehin wertlos. Möglicherweise geben sie schon bald auf. Das gefällt mir nicht. Es muss dir nicht gefallen, Sarah. Du musst nur die Befehle befolgen. Ja, Vater.
Sie sind also wieder zurück. Wir hatten schon befürchtet, Sie und das GEIK-Modul wären verloren. Hatten Sie Erfolg? Ja, nein, das wird dir nicht gefallen. Ja, das war jetzt so ein bisschen blöd. Als ich hier ankam, konnte ich mich ganz plötzlich nicht mehr bewegen und stand genau hinter dem anderen Typen. Saublöder Winkel, um sich das Gespräch anzuschauen. Dadurch habe ich die Sarah Lyons überhaupt nicht richtig sehen können. Ich wollte eigentlich noch um ihn rumgehen und mir das Ganze so anschauen, dass ich alle drei hätte sehen können. Aber dann ist der Charakter plötzlich stehen geblieben und ich konnte nichts mehr tun, außer die Kamera ein bisschen zu bewegen. Tut mir jetzt leid, war ein bisschen blöder Perspektive auf dieses Gespräch hier, aber wir haben ja auch so alles mitbekommen. Gut, ja. Nun, könnte man so sagen, ich habe das GEIK gefunden. Allerdings, Pünktchen, keine Zeit, wir müssen sofort los oder das Project Purity ist verloren. Was heißt, wir müssen sofort los? Greifen die jetzt Raven Rock an oder was verstehe ich jetzt daraus? Ich nehme mal das Erste, weil ich hier keine Hektik an den Tag legen möchte. Ausgezeichnet. Damit können wir verhindern, dass die Enklave die Kontrolle über den Aufbereiter erlangt. Nun, ganz so einfach ist es nicht. Ich habe das GEIK nicht mehr. Genau, ich habe das GEIK nicht mehr. Die Enklave hat sich das GEIK genommen. Es wird gerade installiert. Ja, das... Wahrscheinlich das, ja. Dann müssen wir uns sofort auf den Weg machen. Falls Sie noch andere Informationen haben, dann raus damit, bevor wir uns mobilisieren. Jegliche Hilfe Ihrerseits kann Leben retten. Präsident Eden ist ein Roboter, ein Computer. Eden wollte, dass ich das Projekt mit einer Art Virus sabotiere. Die Enklave ist zerrüttet. Sie sind sich nicht so einig, wie sie tun, okay. Der Enklave fehlt der Aktivierungscode. Sie können den Aufbereiter nicht starten. Ja, das stimmt auch. Das stimmt eigentlich alles. Was könnte ich jetzt... was sage ich denen jetzt? Ja, denen fehlt der Aktivierungscode. Macht mal halblang, Jungs. Hier, kein Stress jetzt. Die können das eh nicht starten. Nicht, dass sie einfach raten könnten. Das war ja irgendwie nur 3- oder 4-stelliger Code. Das hat man mal eben schnell durchprobiert, würde ich sagen. So viele Möglichkeiten sind es dann auch nicht. Aber, naja, machen wir mal, ne? Machen wir mal langsam und gemütlich hier. Immer schön gechillt bleiben. Gut, das gibt uns etwas mehr Zeit. Aber wir wissen nicht, wie lange wir noch haben, bevor Sie Bescheid wissen. Das macht diese Situation um vieles schlimmer. Wenn die Enklave das GEIK hat, werden Sie den Aufbereiter ohne größere Probleme starten können. Den Code knacken Sie sicher irgendwann. Ich fürchte, wir haben keine Wahl. Wir müssen jetzt handeln, solange wir noch können. Die Pride geht rein. Wir können das schaffen. Wir können gewinnen. Nun gut, Sarah. Die Pride greift an. Aber ich möchte euch etwas zusätzliche Feuerkraft mitgeben. Rothschild, ist alles bereit? Was? Das geht nicht. Ich meine, Lee und ich haben die Energieprobleme gelöst. Aber wir haben eben erst die Diagnosetests abgeschlossen. Und? Es sind noch keine Feldtests, geschweige denn Kampfeinsätze möglich. Das Waffensystem ist unkalibriert, das Navigationserkennungssystem offline und so weiter. Rothschild, genug! Können Sie ihn zum Laufen bringen? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich glaube, wir kommen schon zurecht. Und wenn nicht, dann spielt es auf die lange Sicht ohnehin keine Rolle. Also gut, Sarah. Du nimmst die Pride und den Roboter zur Unterstützung. Nimm unseren Besuch hier mit und sichere den Aufbereiter. Ja, Sir. Bevor wir beginnen, möchte ich, dass Sie wissen, dass mein Vater und ich uns unterhalten haben. Die Pride und ich haben entschieden, dass Sie nach allem, was Sie überlebt und erreicht haben, Ehrenmitglied der Lions Pride sein dürfen. Also Glückwunsch. Die Mitgliedschaft bietet ein paar Privilegien, darunter unsere Power-Rüstung. Wollen Sie die komplett oder die Aufklärungsrüstung? Na, das ist ja eine super Perspektive für das Gespräch. Danke dafür, für den Hinterkopf des alten Manns hier. Finde ich ja großartig. So, jetzt werde ich hier plötzlich zum Ehrenmitglied gemacht. Super Sache das. Ich glaube, meine Tesla-Rüstung ist tatsächlich ein bisschen cooler als eure Power-Rüstung. Ich will die gar nicht. Und was ist überhaupt der Unterschied hier? Power-Rüstung, Aufklärungsrüstung, ich brauche ihre Rüstung nicht. Bin bisher auch ohne ausgekommen, das stimmt. Witzig, kann mich nicht erinnern, dem Verein hier beitreten zu wollen. Das ist auch richtig. Ja, und dann bin ich natürlich gerade erstaunt über das Gespräch. Ich glaube, die haben über den Roboter gesprochen, der neben uns steht, den Großen. Und der soll jetzt hier die Pride und uns und alle unterstützen beim Angriff auf die Enklave.
und dabei das Project Purity zu sichern. Also ich glaube, da steht uns eine große Sache bevor, kurz bevor, die jetzt in Kürze wahrscheinlich anfangen wird. Und ja, von Dogmeat und Jericho habe ich immer noch keine Spur, leider. Naja, ich könnte ja mal eine der Power-Rüstungen einpacken, wobei ich auch gerne hier etwas davon sagen würde. Ihr könnt mich ja nicht einfach so hier zum Ehrenmitglied machen und quasi zwangsverpflichten. Also obwohl Ehrenmitglieder eigentlich auch keine Verpflichtung haben, glaube ich, aber trotzdem. Habe ich irgendwann gesagt, dass ich dem Verein hier angehören will? Eigentlich nicht, ne? Deshalb müssen Sie hier ja nicht gleich einen auf blöd machen. Dann vergessen Sie es eben. Ich muss nur wissen, dass Sie das hier auch durchstehen werden. Meinen Sie, Sie schaffen es? Ha, Schätzchen. Natürlich. Das hoffe ich. Nein, natürlich. Ich weiß nicht, Sarah. So recht will mir die Sache nicht gefallen. Ja, ich habe eigentlich keinen Bock, nach dem, was ich gerade für ein Trouble hatte, hier direkt wieder in die nächste Sache reinzurutschen. Aber ich fürchte, ich kann da jetzt gerade nicht drumherum. Das höre ich gern, Soldat. Haben Sie alles gepackt? So schnell kommen wir nämlich nicht mehr hierher zurück. Alter, ich will nicht. Nicht schon wieder. Wo ist mein Hund? Wo ist mein Jerry? Wo sind alle? Warum haben wir hier die ganze Zeit Stress? Eins nach dem anderen, eine große Aktion nach der anderen. Ich will mal wieder durchatmen und einfach durchs Ödland streifen. Ach Mann. Ich brauche eine Minute oder zwei. Ja, ich weiß nicht, was ich in der Minute oder zwei tun würde. Ach komm. Ich bin bereit. Sowas von. Total. Yippie-ay. Schweinebacke. Okay, seien Sie unbesorgt. Sie haben die ganze Pride im Rücken und außerdem diese riesen Blechdose. Bleiben Sie in Sicherheit, bis wir den Aufbereiter erreicht haben. Tot bringen Sie uns nicht viel. Und lassen Sie sich von dem Ding da nicht niedertrampeln. Okay, gehen wir alles noch einmal durch. Die Pride steht hinter mir. Unser Ziel ist das Projekt Purity. Aber solange diese Energiefelder aktiv sind, kommen wir in die Anlage nicht hinein. Rothschild und Lee meinen, dieser Roboter müsste die Energiefelder durchbrechen können. Wir geben also Feuerschutz. Wir bleiben dem Baby auf der Pelle, halten den Gegner von ihm fern und sorgen dafür, dass es sein Ziel erreicht. Nachdem die Energiefelder ausgeschaltet sind, gehen wir direkt in die Anlage. Mit dem Roboter halten wir sie auf Trab, während wir reingehen und den Kontrollraum sichern. Wir müssen schnell handeln, bevor unsere Chance vorbei ist, sie zu überraschen. Holt alles noch notwendige Material. Wir treffen uns im Außenhof. Wenn wir damit fertig sind, gebe ich allen ein schönes, kaltes Glas Wasser aus. Aber jetzt los! Okay, Rothschild, werfen Sie ihn an. Pride, vorrücken! Jetzt kann ich mich auch wieder bewegen. Ja, der amerikanische Traum abgeschlossen. Ein Erfolg freigeschaltet. Außerdem jede Menge Erfahrungspunkte bekommen. Und der Roboter steht jetzt oben im Innenhof. Die Pride ist auch schon abgerückt. Ja, dann geht's los zum nächsten großen Gefecht. Und den Aufbereiter zurückerobern. Na, das kann ja eine Nummer werden. Da bin ich mal gespannt. Erstmal eine Ecke mitgenommen da oben. Ja, jetzt hängt er über der Mauer. Ist irgendwie ungünstig, ne? Kriegt ihr den noch da drüber? Ja. Schön. Erstmal voll gegen die Mauer geknallt. Super. Ja, eigentlich hatte ich überhaupt keinen Bock auf eine große Aktion jetzt. Ich dachte, machst du die Folge auch wahrscheinlich was kürzer und ne, kein großartiges Trara mehr nach dem, was wir in letzter Zeit erlebt haben. Und jetzt sowas. Der große Nachteil, wenn man etwas blind spielt, dann hat man halt keine Ahnung, was hier passiert. Ja, dann kommt, Leute. Ich bin ja nur froh, dass ich gerade nicht mal wieder überlastet bin. Aber das wird wahrscheinlich in Kürze wieder der Fall sein. Was ist hier los? Wo wollen wir hin? Achso, wir müssen über die Brücke wahrscheinlich, ne? Alter!
Okay. Das Ding hat durchschlagkräftige Argumente. Geil. Krasse Scheiße. Was? Was kommt da? Oh Gott. Okay, wir folgen dem Roboter, nehme ich an. Krasse Nummer. Die Befreiung ansteht. Okay, heftigster Beschuss hier. Was ist denn da? Ich sehe noch nicht mal, was da vorne los ist. Kann der Roboter doch. Guck mal, der mit seinem Laserstrahlen. Alter. Was ist hier los? Oh, voll der Krieg. Und ich dachte, ich schiebe eine ruhige Kugel in der Folge. Kein großer Stress, nix. Ja, wenn ich die jetzt alle wieder... Nee, wenn ich die jetzt alle wieder... nicht sofort wieder überlasse. Zusammensetzung. Titanlegierung mit Photonenresonanzabsperrung. Missionsbehinderungspotenzial 0%. Alter! What the fuck? Ich will in erster Reihe dabei sein. Krasse Nummer. Was? Mit was wirft der da? Keinen Zentimeter weichen. Kommunisten auf amerikanischem Boden entdeckt. Tödliche Gewalt wird angewandt. Wow. Alter, was eine Scheiße hier. Wie krass ist das denn? Mit sowas habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Krank. Boah. Ey, der Hammer. Das macht auch Spaß, einfach zuzugucken. Tschüss. Da fliegt einer. Ey, super. Krasse Nummer, das hier. Wirft der auch mit Mini-Atombomben oder was? Muss vorsichtig sein, dass der mich nicht wirklich zertrampelt. Oh. Es hieß ja, man soll sich nicht zertrampeln lassen von ihm. Ich werde beschossen. Bäm. Wie krass ist das denn? Die Freiheit ist das oberste Gut eines jeden Kommunismus. Alter! Ich feiere das! Super Sache! Den miesen Roboter hier! Der sieht schon ein bisschen mitgenommen aus, oder? Ich weiß nicht, ob der das noch lange durchhält. Kommt der überhaupt bis da hinten hin? Da kommen noch welche. Ich brauch gar nicht schießen. Boah, da flog mir gerade irgendwie eine Waffe entgegen, glaube ich. Kranke Scheiße. Demokratie ist Wahrheit. Kommunismus ist tot. Alter! Was war das? Ich glaube, ich sollte mal ein Stimpack nehmen. Ich bin total geflasht von dem ganzen Krawall hier. Laufen wir mit dem Krawallbruder hier quer durch die Stadt. Oh. Super Sache das. Hey, oh. Wer lebt denn da noch? Was soll das denn? Was mit euch los? Warum lebt ihr noch? Die sind doch noch sehr hartnäckig. Ich will nichts verpassen. Ich will nichts vom Roboter verpassen. Hinterher. Oh, wo ist er denn schon? Ist der jetzt gesprungen? Ne, da vorne ist er. Ich dachte gerade... Lass meinen Roboter in Ruhe! Ich glaube, das wird nicht, wenn ich ihm nur hinterherlaufe. Ah! Nee! Ich stehe direkt hinter ihm, da werde ich ihn ja wohl irgendwie treffen können. Ach komm! Nein, nicht ich! Nicht ich! Du solltest sterben! Verdammter Mist! Ach, Mann! Ach, super. Naja, dürfen wir uns das Ganze nochmal anschauen hier? Ach, herrje.
So, dann weiß ich aber jetzt schon mal, worauf es zu achten gilt. Auf den Roboter. Los, Optimus! Go on! Los, Jon, Jung! Kann der mich wirklich zertrampeln? Also kann das passieren, wenn ich direkt neben ihm oder vor ihm stehe? Ich glaube nicht. Ich glaube, er kann mich nicht wirklich zertrampeln. Ich habe ihm gerade Gelegenheit genug gegeben. Nein, ich glaube, das geht nicht. Geile Nummer, das hier. Hindernis ermittelt. Zusammensetzung: Titanlegierung mit Photonenresonanzabsperrung. Missionsbehinderungspotenzial 0%. Tatsächlich mit Mini-Atombomben, glaube ich. Alter. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist so saucool. Die Demokratie. Die Demokratie wird siegen. Kommunistisches Ziel im Blickfeld. Aber ich frage mich gerade, ist das schon... Gehen wir gerade aufs Finale zu schon? Ich meine, das hier ist ja jetzt eine Nummer... Das ist ja nicht irgendwie eine einfache... Eine einfache mal ebenso Quest. Das ist ja schon eine krasse Nummer hier. Stehen wir quasi kurz vorm Finale schon? Ich meine, irgendwie ist doch noch gar nicht viel passiert, was die Hauptstory angeht, habe ich das Gefühl. Wir verstecken uns nicht vor der roten Bedrohung. Alter! Kommunismus ist der Tod. Wow! Ich glaube, ich sollte mal ein Stimpack einschmeißen. Stimpack! Stimpack! Besser ist das. Nee, aber im Ernst jetzt, sind wir schon kurz vorm Ende oder was? Also wenn wir jetzt zum Aufbereiter gehen, ich meine, ich muss ja irgendwann mich noch entscheiden, ob ich diesen Virus einsetze oder nicht. Aber wenn wir jetzt einmal schon auf dem Weg zum Aufbereiter sind, ich wüsste nicht, warum ich dann nochmal von dort aus weggehen sollte. Ist das dann schon das Ende? Weil eigentlich ist noch nicht viel passiert. Wir sind aus dem Vault raus, sind hier zu dem Radio-Fuzzi, der hat uns gesagt, geh nach Rivet City, die hat uns gesagt, komm mit zur Zitadelle, keine Ahnung, dann sind wir einmal irgendwie zu Vault 87, um das GEEK zu holen, wurden entführt und das war's schon. Jetzt sind wir hier. Also gefühlt war das ja, das war ja nichts. Das hätte man auch, wenn man ein bisschen zielstrebig dran gesessen hätte, also nicht so wie ich, sondern wirklich zielstrebig, dann wäre das ja eine recht schnelle Nummer gewesen. Aber ich weiß gar nicht, wie ausgiebig hier die Hauptquest ist, wie lange die dauert. Alter, wie viele sind denn das? Nein! Lass mich in Ruhe. Ich glaube, ich springe lieber ins Wasser und schwimme darüber. Oder hier, ich leih mir ein Boot im Bootsverleih. Hier ist doch ein Bootsverleih. Leih mir mal ein Boot. Was war das denn gerade? Was ist denn hier an mir vorbeigeflogen? So, ich nehme hier einen anderen Weg. Besser ist das. Wow! Ernstzunehmendes Hindernis ermittelt. Alter! Ernstzunehmendes Hindernis. Ja, hier komme ich jetzt nicht hoch, dann schwimme ich mal darüber. Ich hoffe, der kann die Absperrung da deaktivieren, sodass ich da reinkomme irgendwie. Revidierte Taktik. Photonenresonanzüberlagerung wird initialisiert. Nee, komm.
Komm schon. Lass mich da hochhüpfen. Oh, jetzt sag mir nicht, das geht nicht. Und doch, komm. Projekt Purity. Der chinesische Invasor wird angegriffen. Die Wasserversorgung von Project Purity infizieren oder auch nicht. Ist das schon das Ende? Das kann doch nicht sein. Wahnsinn. Wow. Junge. Lass das. Ist doch nicht möglich. Okay, wir haben auf jeden Fall die Aufgabe erfüllt, ihm zu folgen bis hierher. Und sollen jetzt den... Ja, ach, bewusstlos, das geht ja. Hat er sich jetzt gerade... Nee, ich würde sagen, er hat nicht gegen unsere eigenen Leute gedreht, oder? Sondern... Junge, flipp nicht aus jetzt. Da flippt was anderes aus. Was bist du denn? Sieht ein bisschen aus wie die Mimikviecher in Prey. So, er geht jetzt wieder zurück oder was? Ja, sieht so aus. Und hier ist jetzt erstmal Ruhe, bis auf das flippige Ding da oben. Ja, und jetzt sollen wir den Kontrollraum erreichen, einnehmen und dann entweder... Halt mal still jetzt, du machst so viel Krach. Und dann entweder das Wasser mit dem Virus versetzen oder auch nicht. Das ist die Entscheidung, die wir dann treffen müssen. Und irgendwie klingt das für mich, als wären wir schon kurz vorm Ende hier der Geschichte. Kann ich mir quasi gar nicht vorstellen, weil wir noch so viel da draußen haben, was wir noch nicht gesehen haben. Ich hätte gedacht, dass wir an wesentlich mehr Orte gehen müssen. Das ist so geil. Naja, aber ich bin gespannt. Vielleicht kommt da ja doch noch irgendetwas. Vielleicht ist das ja doch noch nicht das Ende. Ich weiß es nicht. Wir erfahren es frühestens in der nächsten Folge. Wahrscheinlich zieht es sich aber noch ein bisschen hin hier, die Aktion vor Ort. Keine Ahnung. Also wir erfahren es frühestens in der nächsten Folge. Ich bin gespannt darauf. Ich hoffe, ihr seid es auch. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen heute. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und sage mal Tschüss, macht's gut und bis dann.